Im ersten Video in dieser Lektion haben Sie den lernförderlichen Einsatz von Learning Analytics auf Ebene des gesamten Studiums kennengelernt. Jetzt widmen wir uns der Ebene von Lehrveranstaltungen. Unser Thema lautet mit Learning Analytics lernen lernen. Das klingt vielversprechend, dann bleiben Sie dran. Wir beschäftigen uns in diesem Video damit, wie Learning Analytics genutzt werden können, um Lernende im selbstregulierten Lernen zu unterstützen. Dazu verbinden wir Theorie mit Praxis. Das heißt, wir sehen uns an, wie selbstreguliertes Lernen in der Theorie beschrieben oder modelliert wird und zeigen dann an einem konkreten Anwendungsszenario, also einer digitalen Lernumgebung, wie Lernende mit Learning Analytics beim selbstregulierten Lernen begleitet werden können. Dann legen wir los. Starten wir mal beim Lernbegriff. Was ist selbstreguliertes Lernen und warum wird es immer wichtiger? Selbstreguliert zu lernen bedeutet, dass Lernende von sich aus aktiv werden, ihr Lernen eigenständig gestalten. Das heißt, selbst die Initiative zum Lernen ergreifen, ihr Lernen selbst steuern, überwachen und regulieren. Diese Form des Lernens wird besonders im Kontext zunehmend digitaler Lebens- und Arbeitswelten sowie durch kürzer werdende Veränderungszyklen immer relevanter. Einer Schätzung zufolge werden 65% der heutigen Primarschulkinder einmal Berufe ergreifen, die heute noch gar nicht existieren. Und in technologischen Bereichen liegt die Halbwertszeit des Wissens oft nur mehr bei knapp 2 Jahren. Das bedeutet, bis man sich in schnelllebigen Bereichen Wissen angeeignet hat, ist es auch schon wieder veraltet. Entscheidend ist es daher, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten ständig anzupassen und weiterzuentwickeln, also lebensbegleitend eigenverantwortlich zu lernen und das Lernen selbst steuern und regulieren zu können. Dazu können digitale Lernumgebungen genutzt werden, denn da müssen Lernende ja schon selbst aktiv werden und versuchen, ihr Lernen irgendwie zu organisieren. Sie können selbst über Lernort, Lernzeit, Lernziele, Lerntempo oder auch Lernwege bestimmen. Aber so viel Eigenverantwortung und Freiheit im Lernen können auch überfordernd sein. Klasse wäre schon so eine Art digitale Lernbegleitung. Und genau dafür können wir Learning Analytics einsetzen. Wie das genau in einer Lehrveranstaltung aussehen kann, das schauen wir uns jetzt an. Zuerst brauchen wir dazu aber eine digitale Lernumgebung. In unserem Fall verwenden wir Moodle, ein Lernmanagementsystem, das an österreichischen Hochschulen weit verbreitet ist. Das ist hier zum Beispiel die Benutzeroberfläche eines Moodle-Kurses, den Lernende an der Universität Graz am Institut für Wirtschaftspädagogik zur Verfügung haben. Dieser Kurs wird im Blended Learning Setting geführt, das heißt mit abwechselnden Präsenz- und Selbstlernphasen. Nicht nur, aber besonders in den Selbstlernphasen ist die Unterstützung durch Learning Analytics relevant. Daher beziehe ich mich in diesem Video hauptsächlich auf diese Selbstlernphasen. Alles, was Lernende nun in diesem Online-Lernraum tun, sind digitale Lernhandlungen. Dazu zählen Dinge wie das Navigieren durch verschiedene Seiten, das Abgeben von Aufgaben, das Lösen eines Quiz oder das Kommunizieren in einem Forum. Diese ganzen Lernhandlungen hinterlassen Datenspuren, die mit Hilfe von Learning Analytics in Echtzeit gesammelt, aufbereitet und analysiert werden. Diese Daten von Lernenden sollen wiederum für Lernende eingesetzt werden. Die Schnittstelle dafür bilden Dashboards, visuelle Benutzeroberflächen. Das ist ein Beispiel, wie es in unserer Lehrveranstaltung zum Einsatz kommt. Auf dem Dashboard wird in Echtzeit ein Teil der Daten visualisiert, die mit Learning Analytics gesammelt und analysiert wurden. Das sind zum Beispiel erreichte Punkte aus einer Aufgabe. Diese werden hier auf einer tachometerähnlichen Anzeige, wir nennen es den Score, abgebildet. Oder bereits durchgeführte oder noch ausstehende Lernanlässe. Die werden mit einer Art Zeitleiste, einem Planer, dargestellt. Zusätzlich
sind in unserem Kurs mit diesem Dashboard und den Lernanlässen auch Benachrichtigungen und automatisiertes Feedback verknüpft. Mit diesen Visualisierungen am Dashboard, den Benachrichtigungen oder dem Feedback werden unsere Lernenden unterstützt, selbstreguliert zu lernen. Wie so eine digitale Lernumgebung im Detail ausgestaltet werden kann, betrachten wir nun in Verbindung mit der Theorie. Das heißt, wir sehen uns an, was alles theoretisch zum selbstregulierten Lernen gehört und wie Learning Analytics unterstützend eingesetzt werden können. In der Theorie wird selbstreguliertes Lernen meist anhand von zwei Modelltypen skizziert. Zum einen mit Komponentenmodellen, diese beschreiben die Komponenten, die für das selbstregulierte Lernen wichtig sind, und zum anderen mit Prozessmodellen, diese fokussieren auf den Prozess des Lernens. Beginnen wir mit einem Komponentenmodell, wie dem Drei-Schichten-Modell von Bückharz. Das Modell geht davon aus, dass ein erfolgreiches selbstreguliertes Lernen drei Schichten einbeziehen muss. Das Regulieren des Verarbeitungsmodus, des Lernprozesses und des Selbst. Sehen wir uns nun an, was mit diesen Regulationsebenen gemeint ist und vor allem, wie diese in einer digitalen Lernumgebung angesprochen werden können. Arbeiten wir uns dabei von innen nach außen vor und starten wir bei der innersten Schicht beim Regulieren des Verarbeitungsmodus. In anderen Worten, das Auseinandersetzen mit den Lernmaterialien. Hier geht es darum, kognitive Lernstrategien so auszuwählen, dass man sich den Inhalt, zum Beispiel eines Textes oder eines Videos, möglichst gut merkt. Kognitive Lernstrategien sind Techniken wie Markieren, Zusammenfassen oder Wiederholen. Wenn wir eine digitale Lernumgebung nun so gestalten möchten, dass diese Ebene berücksichtigt wird, dann können wir vielfältige Lernanlässe anbieten, bei denen jeweils unterschiedliche Lernstrategien erforderlich sind. Lernende können dadurch nicht nur verschiedene Lernstrategien kennenlernen, sondern auch einüben. Konkrete Beispiele dafür sind Lernvideos mit der Empfehlung, sich Notizen zu machen. Dafür können auch Leitfragen als interaktive Elemente in den Videos eingebaut werden. Quizze, bei denen die Fragen mit den dazugehörigen Inhalten bereits verlinkt sind, um die Möglichkeit zum unmittelbaren Wiederholen zu geben. Oder generell Lernanlässe, wo Inhalte zusammengefasst werden müssen, zum Beispiel in digitalen Lernkarten oder Glossaren. Auch bei einer Arbeitsanweisung selbst kann schon empfohlen werden, welche Lernstrategie angemessen wäre. Eine Möglichkeit liegt auch darin, sogenannte Prompts als automatisiertes Feedback zu verwenden. Das heißt, genau dann, wenn eine Aufgabe bearbeitet wird, werden Hinweise und Tipps gegeben, zum Beispiel zu bewährten Lernpfaden und den dafür gewählten Strategien. Zusätzlich kann auch eine inhaltliche Rubrik zum Thema Lernen, Lernen im Kurs angelegt werden, wo sich Lernende über mögliche Lernstrategien informieren oder austauschen können. Oder aber auf der Kursseite oder direkt am Dashboard können Infotexte mit Hinweisen zu Lerntechniken platziert werden. Schauen wir uns nun die mittlere Schicht des Modells an und was Learning Analytics hier beitragen können. In dieser Schicht geht es darum, den Lernprozess zu regulieren, also das Lernen zu planen, zu überwachen und auch zu kontrollieren, ob die Ziele erreicht wurden oder angemessene Lernstrategien ausgewählt wurden. Für diese Regulationsebene bietet ein Dashboard, wie wir es verwenden, richtig viel Unterstützungspotenzial. Und zwar werden zum Beispiel am Planer sämtliche To-Dos von Lehrveranstaltungsbeginn bis Ende visualisiert. Das erleichtert die Planung des Lernprozesses. Dazu kommt, dass sich die Lernenden am Planer selbst Ziele setzen können. Wir nennen es Meilensteine. Und das Erreichen dieser Meilensteine können diese auch in Echtzeit mitverfolgen. Zusätzlich können sich die Lernenden an Deadlines erinnern lassen und der Zielerreichungsgrad wird auch in den Score übertragen. In Summe dient das Dashboard den Lernenden daher als nützliches
Planungs- und Monitoring-Instrument, um Ihren Lernprozess regulieren zu können. So, nun zur äußeren Schicht unseres Modells. Hier geht es darum, das eigene selbst zu regulieren. Das heißt, dass Lernende ihre Ressourcen im Hinblick auf ihre Ziele managen, zum Beispiel sich zum Lernen motivieren. Auch für diese Phase kann ein Dashboard sehr förderlich sein. Wie wir hier sehen, visualisiert das Core ja bereits erreichte Lernerfolge. Das kann motivieren, die Selbstwirksamkeit der Lernenden bestärken und zur besseren Selbsteinschätzung beitragen. Gleichzeitig zeigt das Core, wie die Lernenden im anonymen Vergleich zu ihren Peers stehen. Das spricht vor allem das Leistungsmotiv an und kann den Anstoß zum Lernen oder Mitlernen geben. Auch spielerische Elemente wie das Level-Up-Tool, bei dem Lernende in Lernlevels aufsteigen können, können die Lernmotivation positiv stützen. Nicht zuletzt dient auch der Planer dieser Regulationsebene. Durch das Sichtbarmachen der gesetzten und auch bereits erreichten Lern- und Leistungsziele haben Lernende ihre Ziele ständig vor Augen und können sich daran orientieren bzw. diese zur Selbstregulation nutzen. Jetzt haben wir uns die Verbindung von Learning Analytics mit selbstreguliertem Lernen anhand eines Komponentenmodells, dem Drei-Schichten-Modell von Burkhardt, angesehen. Widmen wir uns nun dem zweiten Modelltyp, einem Prozessmodell. Und zwar nehmen wir dazu das Prozessmodell von Schmitz und Schmidt. In diesem Modell wird angenommen, dass der Lernprozess aus einzelnen Lerneinheiten besteht, die in drei Phasen unterteilt sind. Eine präaktionale Phase vor dem Lernen, eine aktionale Phase während des Lernens und eine postaktionale Phase nach dem Lernen. Ein selbstregulierter Lernprozess durchläuft idealerweise diese drei Phasen, wobei die postaktionale Phase wiederum einen direkten Einfluss auf die präaktionale Phase der folgenden Lerneinheit ausübt. Sehen wir uns nun diese Phasen genauer an, beziehungsweise wie diese in einer digitalen Lernumgebung angesprochen werden können. In der präaktionalen Phase wird das Lernen vorbereitet und unter Berücksichtigung der Situation geplant. Also zum Beispiel, welche Art von Aufgabe habe ich zu lösen, wie schwierig ist die Aufgabe, wie viel Zeit habe ich. Die Zielsetzung und Planung und damit der Lernprozess werden hier von persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten wie Motivation, Emotion oder dem Einsatz von kognitiven und metakognitiven Strategien beeinflusst. In dieser Phase zeigt sich vor allem der Planer als regulatives Instrument. Lernende können sich selbst Lernziele setzen und diese werden zusammen mit sämtlichen To-Dos des Kurses auf einer Zeitleiste dargestellt. Das hilft, einzelne Lerneinheiten realistischer zu planen. Das Planen des Lernstrategieeinsatzes selbst kann durch verschiedene Arten von Lernanlässen, die mit Empfehlungen und Echtzeitfeedback verknüpft sind, zusätzlich unterstützt werden. In dieser Phase spielen insbesondere Selbstwirksamkeit und Motivation eine wichtige Rolle und bestärkt werden diese durch das Anzeigen des Lernfortschritts und der bereits erreichten Erfolge. In der aktionalen Phase werden die zuvor geplanten Lernstrategien eingesetzt. Besonders wichtig in dieser Phase ist das Monitoring des Lernprozesses. Das heißt, dass das aktuelle Lernverhalten mit dem ursprünglich geplanten Lernverhalten bzw. den Zielen abgeglichen wird. Das wird durch das Visualisieren des Lernfortschritts auf einem Dashboard erleichtert. Und automatisierte Benachrichtigungen können dabei helfen, dass Lernende auf dem Zielerreichungspfad bleiben. Dieses Monitoring ist auch gleichzeitig die Grundlage für künftige Regulationsprozesse und kann positive Effekte auf die Motivation und das emotionale Befinden von Lernenden haben. Es kann zum Beispiel Lernfreude auslösen, wenn bestimmte Aufgabentypen bereits gut beherrscht oder erreichte Erfolge und Ziele sichtbar gemacht werden.
In der postaktionalen Phase wird der Lernprozess bewertet. Subjektiv, also war ich zufrieden, wie ich gearbeitet habe. Quantitativ, habe ich alle Aufgaben geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Und auch qualitativ, habe ich alle Aufgaben auch richtig gelöst und verstanden. Learning Analytics Tools können auch in dieser Phase für Lernende nützlich sein, zum Beispiel durch Benachrichtigungen zum Lernergebnis, durch Echtzeitfeedback auf Lernanlässe oder durch das visuelle Anzeigen des erreichten Lernfortschritts am Dashboard oder auch durch die Möglichkeit, sich mit Peers vergleichen zu können. Das kann den Lernenden helfen, ihre kognitiven, motivationalen und emotionalen Ressourcen für die nächste Lerneinheit besser einschätzen und regulieren zu können. Und damit sind wir jetzt schon fast am Ende dieses Videos. Sie haben gelernt, wie selbstreguliertes Lernen modelliert werden kann und gleichzeitig an unserem Anwendungsszenario gesehen, dass Learning Analytics umfangreiches Potenzial bieten, selbstreguliertes Lernen in digitalen Lernumgebungen zu unterstützen. Wenn Sie nun sagen, Sie möchten Learning Analytics in Ihrer Lehrveranstaltung einsetzen, dann braucht es zuvor gründliche Überlegungen, denn einen One-Size-Fits-All-Ansatz gibt es nicht. Versuchen Sie, Learning Analytics in Ihr didaktisches Konzept zu integrieren. Das heißt, überlegen Sie sich, welche Ziele Sie mit Learning Analytics erreichen möchten und wie diese Ziele mit Ihren Lehrveranstaltungszielen, dem Lehrveranstaltungsdesign oder auch dem Beurteilungsschema in Einklang gebracht werden können. Bedenken Sie außerdem, dass sich Learning Analytics nicht als automatisierter Ersatz für das Lehren oder das Lernen verstehen, sondern als Begleitinstrument für Lehrende und Lernende. Und der Umgang mit diesem Begleitinstrument muss auch erlernt werden. Zum Beispiel, wie interpretiere ich visuelle Anzeigen und was leite ich daraus für das Lehren oder das Lernen konkret ab? Oder wie sieht es mit Aspekten des Datenschutzes und der Datenethik aus? Wie gehe ich und wie gehen meine Lernenden ethisch verantwortungsvoll mit den Informationen um? Auch das gehört zu diesen Überlegungen dazu. Der Verantwortungsbereich liegt hier nicht nur bei GestalterInnen von Learning Analytics Systemen, sondern auch bei AnwenderInnen wie Lehrenden oder auch Lernenden. Denn, wie schon Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat, letztlich ist es doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht.